der Sozialassistenten der Gruppe 22.1 beschäftigen sich heute mit statistischen Problemen. Es geht um die absolute und um die relative Häufigkeit. Wieder zwei Helfer aus der Klasse, die Lenja neben mir und daneben dann der Leon, die hier helfen werden. Es geht los mit Leon. Ne? Genau. Alle Schüler einer Berufsschulklasse können sich zu einer zusätzlichen Prüfung in Englisch anmelden. Wir haben zwei Klassen. Also zwei Klassen, Klasse A und Klasse B. Die Anzahl der Schüler der Klassen beträgt für die Klasse A 30, dann 25. Die Schüler, die die Prüfung machen wollen, also die Anzahl der Angemeldeten, beträgt einmal 12 und einmal 11. Und jetzt betrachten wir die Anteile der angemeldeten Schüler. Das sind einmal 12 Dreißigstel oder 11 25stel. Und das sind dann hier 0,4 und hier 0,44. Dann sind die Werte 12 und 11 die absoluten Häufigkeiten. Und die Werte 0,4 hier mit 40% und der Wert 0,44 mit 44%, das wären die relativen Häufigkeiten. Und die, wer geht weiter? Leon. Ich. Die absolute Häufigkeit gibt die Anzahl an, wie oft eine Antwort oder ein Ergebnis vorkommt. Relative Häufigkeit eignet sich gut zum Vergleichen statistischer Erhebungen. Ja. Genau. Die relative Häufigkeit ist die absolute Häufigkeit durch die Gesamtzahl. Ja, das ist quasi für uns eine Formel verbal ausgedrückt. Als Beispiel betrachten wir jetzt eine Verteilung der Blutgruppen. A, AB, B und natürlich auch 0. Dann haben wir hier die Blutgruppen A, B, AB, 0 mit den absoluten Häufigkeiten von 240. 90, 30 und 240. Die relativen Häufigkeiten sind dann 40%, 15%, 5% und 40. Die Gesamtzahl beträgt 600. Und Janja weiter. Die Blutgruppe A, relative Häufigkeit 240, 600. Durch 600. Durch 600, ne? Ist gleich 0,4. Ist im Prozent gerechnet 40%. Ja. Blutgruppe B, relative Häufigkeit ist 90 geteilt durch 600, ist gleich 0,15, ist in Prozenten 15%. Bei Blutgruppe AB, relative Häufigkeit ist 30 geteilt durch 600, ist 0,05 eigentlich, ja. Und ist 5%. Und Blutgruppe 0 ist relative Häufigkeit 240 geteilt durch 600. Und das gleich 0,4 ist auch gleich wieder 40%. Richtig, das heißt also, wir sehen, dass die Blutgruppe AB nur mit 5% vorhanden ist. Das ist also die geringste. Ja, das waren die Begriffe absolute und relative Häufigkeit. Denkt vielleicht daran, wir sind ja die Sozialassistenten. Im nächsten Jahr, also im nächsten Schuljahr, ab August, werden wieder neue gebraucht. Es sind noch ein paar Plätze frei für die Gruppen und es wäre schön, wenn ihr euch meldet. Haben wir noch eine Frage? Die Oberliner der Gruppe 22.1, der Sozialassistenten, beschäftigen sich jetzt mit der Einführung in die Statistik. Das ist nicht mein Motorrad. Was ist denn jetzt los? Müssen wir nochmal machen.